Hallo, herzlich willkommen bei Physik mit C. Im Video zur Flammenfärbung haben wir euch gezeigt, dass unterschiedliche Stoffe ganz eigene charakteristische Flammenfarben haben. Kupfer hatte zum Beispiel dieses markante Grün. Wir wollen untersuchen, ob auch Gase in einer ganz charakteristischen Farbe leuchten. Und das wollen wir in diesem Versuch mal am Beispiel von Helium untersuchen. Wir wollen quasi eine spektrale Zerlegung des Heliumlichts untersuchen. Wir haben hier eine Spektrallampe eingebaut. Und das Licht, was hier erzeugt wird, ja, das geht jetzt durch diese Linse und bündelt das Licht sehr schön scharf in die Spaltebene hinein. Muss man so lange verschieben, sodass hier in dem Spalt das Licht, der Lichtstreifen ziemlich scharf ist. Dann ist das gut. Dahinter ist wieder eine Linse und danach haben wir ein Gitter. Ein sehr feines Gitter, ein sogenanntes Raman-Gitter mit 570 Spalten pro Millimeter. Ja, und dieses Gitter sorgt für eine sehr schöne spektrale Aufspaltung. Ja, und das Ergebnis sehen wir am Schirm. Wir haben jetzt hier keinen Weißschirm, sondern einen Milchglasschirm, sodass wir es von der Rückseite betrachten können. Ja, und ihr seht schon, wir haben ein Maßband haben wir hier einbefestigt, sodass wir dann eben die Abstände der Farben zum Hauptmaximum erkennen können. So wie ihr das auch aus anderen Versuchen, zum Beispiel zum Doppelspalt, ja kennengelernt habt. Da interessiert uns ja auch immer der Abstand der Maxima zum der Hauptmaxima verschiedener Ordnungen zum Hauptmaximum nullter Ordnung. Ja, und es ist natürlich alles viel zu hell, deswegen haben wir das jetzt fotografiert. Was haben wir fotografiert? Helium, habe ich schon verraten. Es geht hier eben um ein Heliumgas, das befindet sich in dieser Spektralröhre. Und wenn wir jetzt eine Hochspannung anlegen zwischen den beiden Enden, dann müsste diese Spektralröhre zünden. Da ist sie. Ja, jetzt hat sie gezündet. Schönes, so ein weißliches Licht ist das. Und das wird jetzt durch unsere optische Apparatur gesendet. Und das Ergebnis, die Farbzerlegung, wollen wir uns auf dem Schirm anschauen. Und bei dem Licht haben wir keine Schnitte. Das haben wir in Dunkelheit fotografiert mit langen Belichtungszeiten. Immer rund eine Minute haben wir das gemacht. Das weiße Hauptmaximum nullter Ordnung zentral in der Mitte. Und dann gibt es diese Farbzerlegung. Erst ein blauer Anteil, ein grüner, dann dieser markante gelbe und am Ende sogar noch ein roter. Diesen roten Anteil konnten wir mit dem bloßen Auge sogar nur erahnen. Im Foto wurde er sehr deutlich. In diesem Foto haben wir auch das mit dem Maßband fotografiert. Ja, und jetzt können wir die Abstände eben vermessen. Das Hauptmaximum nullter Ordnung, ja, das ist ziemlich gut hier bei einem Meter. Und jetzt gehen wir rüber bis zu dem Gelben. Der interessiert uns, weil wir den gut erkennen können und der ist so knapp bei 12 Zentimeter. Ja? Wir wollen uns nur diese gelbe markante Linie anschauen. Und wenn wir das jetzt richtig dann von vorne mit dem Maßband vermessen, dann kommen wir nicht auf 12 cm, sondern auf einen Abstand von 11,7 cm zwischen dem weißen und diesem gelben Strich. Ja, also dem gelben Hauptmaximum erster Ordnung. 11,7 cm, das ist für gleich wichtig. So, und jetzt brauchen wir noch eine zweite Größe. Die kennt ihr auch aus den anderen Experimenten, wo es um Gitter und Doppelspalt geht, nämlich den Abstand vom Schirm zum Gitter. Ja, dann nehmen wir ein Maßband und halten den an den Schirm, das Maßband, halten wir an den Schirm. Dann kommen wir auf 33 cm zwischen Schirm und eben unserem Halter. Jetzt ist aber das Gitter ziemlich genau 2 mm vor diesem Halter versetzt angebracht. Das wird da in so einen Einschub eingesteckt. Das heißt, wir haben einen Abstand plus minus 1 mm Genauigkeit, Schirm und Gitter von 32,8 cm. Und wie man mit diesen Informationen jetzt die Wellenlänge von dieser markanten gelben Heliumlinie berechnet, das zeigt euch Michael. Wir haben unseren Versuchsaufbau nochmal für euch skizziert. Ihr seht hier unten unser Raman-Gitter mit 570 Spalten pro Millimeter. Daraus kann man dann ganz leicht die Gitterkonstante berechnen. Man nimmt einfach den Kehrwert. Achtung, müsst ihr darauf achten, das sind Spalte pro Millimeter. Das heißt, ihr müsst vorher nochmal durch 1000 teilen.
Und dann seht ihr hier unten die berechnete Gitterkonstante 1,75 Mikrometer. Das ist hier der Abstand zwischen zwei Spalten. Hier seht ihr dann oben den Schirm mit dem gemessenen Abstand Gitterschirm 32,8 cm und unser Maximum erster Ordnung. Ja, ihr seht alle Maxima erster Ordnung, aber das Gelbe wollten wir uns ja genauer anschauen und da haben wir auch den Abstand gemessen, das waren 11,7 cm. Und ihr seht das rechtwinklige Dreieck, das ist eins von den beiden rechtwinkligen Dreiecken, aus denen diese beiden Gleichungen gewonnen werden können. Ja, das ist die zweite. Für die erste Gleichung schaut man sich ganz nah am Gitter ein anderes rechtwinkliges Dreieck an. Und normalerweise sagt man, ja, wir haben einen ganz kleinen Winkel unter 5 Grad, dann gilt die Kleinwinkelnäherung. Deswegen ist der Sinus ungefähr so groß wie der Tangens. Und dann können wir auch die beiden Brüche hier gleichsetzen und bekommen dann n mal Lambda durch g gleich an durch l. Das geht in diesem Fall nicht. Ja, Kleinwinkelnäherung können wir nicht anwenden, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben hier keine kleinen Winkel. Ist aber kein Problem. Wir können uns ja mal anschauen, was wir kennen. Also wir kennen n, kennen wir, denn wir haben gesagt, wir nehmen das erste Maximum. Das Maximum erster Ordnung. Das heißt, n ist bei uns gleich 1. an, also a1, haben wir gemessen. Und l haben wir auch gemessen. Wenn wir die beiden gemessen haben, können wir in dieser Gleichung den Winkel Alpha erhalten. Können wir berechnen. Und wenn wir den Winkel Alpha kennen, dann kennen wir in dieser Gleichung, also da kennen wir auch natürlich die Gitterkonstante g, die haben wir berechnet. Und wenn wir das alles kennen, dann können wir den Wert für Lambda berechnen, also die Wellenlänge dieser gelben markanten Linie im Spektrum. Das können wir einfach umstellen nach Lambda. Erstmal die erste Gleichung. Lambda ist gleich g mal den Sinus von, ja, und den Winkel Alpha erhalten wir aus der zweiten. Nehmen wir auf beiden Seiten die Umkehrfunktion des Tangens, dem Arcus Tangens von an durch l, wie es da oben steht. Da kennen wir jetzt alle Werte, können wir alles einsetzen. Und dann kommen wir für Lambda auf einen Wert von 589,4 Nanometern. Und das runden wir, ja, wir haben ja auch immer nur so auf ungefähr 3 Stellen genau gemessen. So genau wollen wir es gar nicht haben. Wir sagen, runden wir, das wären dann 589 Nanometer. Die würden wir jetzt gerne überprüfen. Wie geht das? Normalerweise schaut man einfach in der Literatur nach und schaut sich dann den Literaturwert an und vergleicht ihn dann mit dem, was man berechnet hat. Es geht aber auch anders. Wir wollen die Wellenlänge dieses Lichts bestimmen und das geht mit einem Spektrometer. Auch im Video zur Flammenfärbung haben wir die Wellenlängen mit unserem digitalen Spektrometer analysiert. Und genau das gleiche wollen wir jetzt hier auch machen. Die Idee ist ganz simpel. Wir haben hier so eine kleine Pappe und wenn wir die in den, ja, in diesen Lichtgang oder hier in diesen Bereich reinhalten, dann sehen wir auf der Pappe die einzelnen Farbstreifen und können dann den Kollimator genau in das gelbe Licht, hinein positionieren, sodass wir das dann auswerten können mit unserer Software. Und dann haben wir erst ein Rauschen erkannt, haben dann die Position gesucht, wo das gelbe Licht vorhanden ist und dann mit langer Belichtungszeit diese Wellenlänge aufgezeichnet und analysiert und dann wächst so ein markanter gelber Peak. Ja, und wenn wir den dann analysieren, dann erhalten wir eine Wellenlänge von etwas weniger als 589 Nanometern. Wir haben da so 588,5 ungefähr analysiert. Aber wir sind sehr zufrieden mit diesen 589. Das hat also gut geklappt. Plus minus 1 Nanometer Messunsicherheit. Das ist immer dabei. Das gönnen wir uns. Da sind wir sehr zufrieden mit unserem Versuchsaufbau. Und zum Abschluss haben wir jetzt für euch nochmal ein paar andere Bilder vom Helium. Und zwar haben wir die Kamera, das Objektiv der Kamera, direkt an das Rohrlandgitter gehalten, haben das alles umpositioniert, haben das von hier fotografiert, mit der Kamera direkt durchs Rohrlandgitter in die Lampe hinein und dann seht ihr diese bunten Aufnahmen vom Heliumspektrum, sehr feine Farbanteile in Rot und Grün und sogar Blau ist sehr gut zu sehen, natürlich auch das markante Gelb. Wir haben da ein paar unterschiedliche Aufnahmen gemacht, um uns das Heliumspektrum dann auch noch einmal so anschauen zu können. Und das Ganze
haben wir als kleinen Bonus auch mit Stickstoff einmal gemacht. Da haben wir auf einmal viel mehr Farben drin, viel mehr markante, bunte Farbanteile sind dann dort zu erkennen mit einer relativ langen Belichtungszeit direkt durch das Rohrlandgitter durch. Ja, sind sehr schöne Aufnahmen, sehr beeindruckend. Uns hat das Experiment ganz viel Spaß gemacht, die Spektroskopie des Heliumgases. Wir hoffen, euch hat das Video auch gefallen. Würden uns freuen, wenn ihr auch in Zukunft dabei seid. Lasst einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.